Hallo und herzlich willkommen im Wald und Thema heute ist das Hüttenbauproblem in Anführungszeichen. Das ist nämlich was, ich glaube, da scheiden sich schon so ein bisschen die Geister dran. Also bei meinen Zuschauern ist es in der Regel so, dass die eher keine großartigen Hütten bauen. Ja gut, bei anderen YouTube-Kanälen ist wohl scheinbar irgendwie der Hüttenbau und das langfristige Lagern im Wald durchaus was sehr erwünscht ist. Und es gibt wohl auch Leute, die eben Bushcraft als genau das verstehen, das Handwerken eben entsprechend primär. Und da gehört dann halt eben der Bau diverser luxuriöser Anlagen eben wahrscheinlich dann wohl noch dazu. Jetzt gibt es ja keine offizielle Definition davon, was beim Bushcraft dazugehört und was nicht. Aber selbst wenn das Handwerken in den Fokus gerückt wird, dann ist es mir persönlich, muss ich sagen, immer noch so ein gewisser Dorn im Auge, da irgendwelche riesigen Anlagen, so halbe Bunker und Luxusvillen, in den Wald zu stellen mit wenigen Ausnahmen. Es gibt also schon Situationen, in denen das keinerlei großartigen Schaden, also wirklich nur so minimal Schaden anrichtet, wenn man das überhaupt dann noch Schaden nennen möchte, dass es in Ordnung ist. So Fälle sind aber selten. Inzwischen habe ich jetzt allerdings da mal ein schönes Beispiel gefunden und verlinke euch das entsprechende Video der Naturensöhne. Die haben nämlich einen derart ökologisch nutzlosen Fichtenwald gefunden, um ihr Bauprojekt durchzuziehen, dass es in so einem Wald, der einen ökologischen Wert von ganz geringfügig über null besitzt, echt schon wurscht ist, da eine entsprechende Hütte reinzubauen. Wenn man sich jetzt hingegen in so einem Wald befindet, wie dem, in dem ich jetzt hier gerade hocke, also wirklich ein sehr gesunder Mischwald mit einer hohen, vergleichsweise hohen Artenvielfalt für Deutschland. Wir haben ja nie eine wirklich hohe Artenvielfalt, geht mal in die Tropen. Aber für deutsche Verhältnisse ist das hier ein sehr vielfältiger, sehr stark strukturierter, sehr schöner, naturschutztechnisch durchaus eine Rolle spielender Wald. Das hier ist kein Naturschutzgebiet, wo ich hier hocke, aber wenn man sich viel Mühe geben würde, würde man vielleicht schon hinkriegen, dass es mal zu einem wird. Jedenfalls, jetzt hocke ich hier nicht absichtlich, ich gehe ja immer gerne an die schönen Flecken, aber in so einem Wald jetzt eine größere Hüttenanlage aufzustellen, das hätte gewisse ökologische Auswirkungen. Und zwar, ich nenne mal zwei, wahrscheinlich die zwei gravierendsten. Nämlich erstens, man braucht ja einen Haufen Baumaterial, insbesondere für sehr große Hüttenanlagen braucht man wirklich einen Haufen totes Holz, was so in der Gegend rumliegen muss. Dafür muss man dann gerade in so einem Wald, in dem es gar nicht so viel geeignete Fichtenstämme, Stangen entsprechend gibt, die ja quasi das ideale Baumaterial für die meisten Projekte darstellen, muss man dann also alle möglichen, zum Teil auch durchaus krummen und schiefen Stämme zusammentragen, um damit irgendwie was bauen zu können. Also ich bin ja kein großer Baumeister, aber ich weiß nicht, wie das sonst funktionieren soll. Und davon braucht man eben große Mengen und die liegen so viel jetzt auch nicht rum. Soll heißen, man würde da quasi den kompletten Vorrat an herumliegenden Totholz, an Strukturreichtum im Wald aufsammeln und auf einen großen Haufen schleppen. Im Prinzip. Das heißt, man reduziert den Strukturreichtum des Waldes doch ganz erheblich, insbesondere bei Großbauprojekten. Und das ist nicht so besonders toll, weil halt eben in sämtlichem Totholz, was rumliegt, wirklich massenweise wichtige Organismen leben können, die für gewöhnlich im Idealfall wirklich über den gesamten Wald verteilt überall so kleine Nischen haben, wo sie vorkommen können. Nischen in Form von ein rumliegender, toter, etwas dickerer Ast. So, sammelt man das jetzt aber alles ein, nimmt den quasi ihren gesamten Lebensraum weg und schmeißt ihn auf einen großen Haufen, dann können sie da noch eine Weile leben. Sie können sich aber nicht mehr wirklich vermehren, weil sie kommen von da nicht mehr weg. Die haben keine Möglichkeit, sich über riesige Distanzen auszubreiten. Die brauchen schon in der näheren Umgebung den nächsten toten Ast, bis zu dem sie es schaffen können. Insbesondere wenn es sich jetzt um irgendwelche, ja, winzig kleinen Kriechtierchen handelt, in Anführungszeichen. Also meistens sind es irgendwelche Spinnentiere oder Insekten, aber auch eine Milbe oder irgend sowas, die legt keine riesigen Entfernungen zu Fuß zurück. Also das ist schon wichtig, dass das auf einem schönen Level möglichst
nicht gleichmäßig, aber möglichst immer auf hohem Niveau über den gesamten Bestand verteilt ist, dass halt eben diese ganzen kleinen Lebewesen überall was zu fressen finden, wo sie halt dann eben entsprechend landen. Und das ist die Sache mit der Einschränkung der Biodiversität, um den ganzen mal eine Überschrift zu geben. Und der zweite Punkt ist halt eben der Nährstoff. Ja, Export kann man es fast nicht nennen, die Nährstoffzentrierung. Weil gerade solche vergleichsweise dünnen Äste, also verglichen mit eben so einem super dicken Baumstamm, haben im Verhältnis ihrer Gesamtmasse ziemlich viel Rinde. Und Rinde ist so ziemlich der Punkt, also das Material, das die allermeisten Nährstoffe, neben den Blättern, die ja im Herbst aber sowieso abgeworfen werden, wenn wir uns jetzt im Laubwald befinden, enthält. Und damit ist es vergleichsweise besonders schlimm, wenn man speziell große Mengen Rinde einsammelt und eben auch statt flächenmäßig verteilt, die Nährstoffvorrate des Waldes wieder auffüllen zu können, wenn sie dann mal verrottet ist, die Rinde, liegen dann alle Nährstoffe nur an diesem einen Punkt, nämlich der Hütte, konzentriert eben entsprechend rum und nur da gibt es quasi Nachschub und alles andere, was drumherum nicht bis zu dieser Hütte hinreicht mit den Wurzeln, wenn wir jetzt zum Beispiel von Bäumen ausgehen, das hat das Nachsehen und kriegt halt eben deutlich weniger Nährstoffe ab und ist dann halt eben doch auch entsprechend geschädigt. Wir haben also eine Konzentration an diesem Punkt, was dazu führt, dass sich da dann wahrscheinlich auch noch konkurrenzstärkere Arten eventuell durchsetzen werden, die da eigentlich gar nichts zu suchen haben. Und das sind so die beiden wesentlichen Faktoren. Ich muss das jetzt nicht noch viel weiter ausführen, auch wenn man da noch diverses anderes dazu sagen könnte. Dann kommt noch dazu, das sind aber dann eher so Kleinigkeiten, die in der Regel wahrscheinlich keine große Rolle spielen werden, dass so eine Hütte ja wahrscheinlich einigermaßen regelmäßig bewohnt werden wird. Und jetzt gibt es aus der Wildtierkunde eine entsprechende Theorie, dass die dann besonders empfindlich in Gebieten reagieren und in die Gebiete gar nicht mehr reingehen, in denen sie regelmäßig gestört werden, weil das wissen die ja auch, das merken die sich ja schon, jetzt hockt da schon wieder wer, irgendwann gehen sie dann da gar nicht mehr hin. Den Effekt hat man auch bei der Jagd zum Teil feststellen können, wenn man eben immer auf dem gleichen Ansitz hockt, also Hochsitz, dann weiß das Wild irgendwann auch relativ schnell, okay, der hockt eh immer da, dann brauche ich da auch nicht mehr vorbeilaufen, da macht es dann irgendwie plötzlich Peng und Mutter, Tante oder sonst wer fällt tot um. Das heißt also, ist nicht so eine wirklich gute Sache, für das Wild immer quasi das gleiche Territorium zu besetzen. Also das vielleicht nochmal ein Argument eben aus der Wildtierkunde. So, und damit sind wir auch bei meinem Hauptproblem, was ich mit so einem Hüttenbau generell habe, weil man kann ja schon sagen, okay, solange das jetzt nicht so riesengroße Hütten sind und die irgendwann auch wieder zurückgebaut werden und das Baumaterial dann wieder im großen Umkreis verteilt wird, damit wäre ja dann wieder der Strukturreichtum einigermaßen wiederhergestellt, könnte man jetzt sagen, gut, dann ist es noch einigermaßen in Ordnung. Es gibt allerdings auch noch ein zusätzliches Problem. Aber vielleicht soll ich den Gedanken, den ich gerade habe, noch mal kurz zu Ende spinnen, bevor wir jetzt hier den roten Faden völlig verlieren. Eine ökologisch super verträgliche, also vergleichsweise sehr verträgliche Form des Hüttenbaus ist es dann halt eben genau das zu tun, was ich gerade gesagt habe. Man verbringt da halt ein paar Nächte drin, man lässt sie von mir aus auch ein paar Wochen stehen oder zwei Monate oder wenn es sein muss, dann halt eben auch drei. Aber dann baut man das Ding eben wieder zurück. Und wichtig, verteilt halt das ganze Baumaterial ungefähr wieder in dem Umkreis, wie man es halt ursprünglich mal eingesammelt hat. Das ist ein Haufen Arbeit, aber wenn man die Natur liebt, und das ist ja in der Regel durchaus der Fall bei so Leuten, die da halt eben dann auch gerne viel Zeit drin verbringen, dann wäre das schon eine sehr, 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 sehr sinnvolle Aktion, das wirklich möglichst großflächig und ja, einigermaßen gleichmäßig. Es muss jetzt nicht wirklich ausgerechnet sein, alle 3,7 Schritte kommt exakt ein Stamm hin, der 14 Kilo wiegt. Das nicht, aber so ein bisschen Chaos ist in Ordnung, aber es sollte schon ein verteiltes Chaos über die gesamte Fläche halt eben entsprechend sein. Dann macht man viel Schaden, den man mit dem Bau so einer Hütte
angerichtet, das ist das Wort, das ich suche, hat, macht man dann auch wieder entsprechend gut. Und das ist so die Variante eben, wie gesagt, des Hüttenbaus, die jetzt ich persönlich bevorzugen würde, wo ich dann sagen würde, so ist es in Ordnung, so kann man das schon machen. Natürlich gilt aber auch da natürlich die Menge macht's. Also wenn jetzt es sich um eben einen Wald handelt, der unglaublich nah an von mir aus Köln gelegen ist, ich glaube nicht, dass es in der Nähe von Köln irgendwelche nennenswerten Bushcraft-Wälder gibt. Falls doch, das würde mich immer sehr interessieren, ob mir das mal in die Kommentare schreiben kann. Was ich bisher von Köln gesehen habe und Umgebung war Zivilisation, soweit das Auge reicht. Deswegen, ja, keine Ahnung, ob man da überhaupt irgendwo waldläuferische Aktivitäten ausführen kann. Ja, großes brummendes Objekt. Kurzer Schnitt. Hier, um nochmal auf unser Positivbeispiel der Naturensöhne zurückzukommen, was ist jetzt bei denen richtig? Die haben zwar wirklich einen Deluxe-Bau dahingestellt, übrigens großen Respekt vor dieser Bauleistung, das auf jeden Fall. Das ist was, was ich so auf keinen Fall hinkriegen würde. Also das, niemals. Ich krieg noch so eine Debris hat gebaut oder ein A-Frame-Shelter. Die beiden Begriffe sind derzeit an Anglizismen im Raum unterwegs. Ich finde Giebelhütte irgendwie aber trotzdem auch noch ein ganz sympathisches Wort. Das wird auch mal wieder hin und wieder durchaus verwenden könnte. Also sowas gehe ich auch noch hin, so eine Hütte wie die da entsprechend bauen, das nicht. Und ja, das ist ein Positivbeispiel deswegen, weil man kann in so einem grauenvollen Wald, wie dieses Ding halt eben steht, nichts kaputt machen quasi. Also das ist schon so schlecht alles, dass es dann durch gewisse Verschlechterungen, die beim Hüttenbau eben entstehen, die ich eben genannt habe, das wirkt auch in so einem Fichtenwald ein bisschen, aber das macht die Sau halt echt nicht mehr fett und ist wirklich schon fast völlig egal. Meine Meinung. Also es mag durchaus Förster geben oder andere Waldautoritäten, die das dann eventuell anders sehen mögen, aber ja. Und jetzt haben wir natürlich entsprechend viel Wind. Dabei bin ich doch extra hierher gegangen, weil hier nicht so viel Wind war. Wo kommt jetzt der Wind her? Also streng genommen übrigens von Süden. Ich habe eben mal geguckt. Wind fertig. Okay, dann brauche ich doch keinen Schnitt machen. Gut, so, was ist jetzt mein emotional gesehen Hauptproblem eben mit dieser Hüttenbausache? Weil man könnte ja schon sagen, okay, ja, dann baut man es zurück, verteilt wieder alles, dann ist der Schaden eben minimal und der Eingriff in die Natur hält sich in Grenzen und dann müsste man es doch eigentlich machen dürfen. Also, erstens mal rechtliche Komponente, ist ja mein Steckenpferd, sollte also kurz erwähnt werden, gibt drei Gründe, weshalb das durchaus kritisch zu betrachten ist. Erstens Baurecht. Je nachdem, wie groß dieses Ding wird, was für eine bauliche Anlage das am Ende darstellt, spielt es irgendwann tatsächlich irgendwie ins Baurecht rein. Jetzt kenne ich mich da überhaupt nicht aus, weiß also auch nicht, wann das der Fall ist, aber bei irgendwas zweigeschossigen, wirklich super luxuriös, mit mehreren Zimmern und was weiß ich was alles, Badezimmer, Badewanne und sonst was, gemauerter Feuerstelle und wenn man dann noch anfängt, Beton zu vergießen und so Späße, spätestens dann sollte es, glaube ich, wirklich ins Baurecht fallen und dann braucht man dafür eine Genehmigung, die man niemals bekommen wird. Das kann ich also gleich sagen. Theoretisch braucht man dafür eine Genehmigung, praktisch die kriegt man nicht. Nein, nein, nein. Es sei denn, man ist halt wirklich eine richtige große Institution. Die Pfadfinder. Vielleicht zum Beispiel gerade noch so die Pfadfinder, denen würde ich eventuell zutrauen, dass sie deutschlandweit einmal irgendwo eine Hütte bauen dürfen. Oder der Schwarzwaldverein. Der Schwarzwaldverein hat ja diverse Hütten eben entsprechend im Wald. Man muss aber auch dazu sagen, die sind alle ziemlich alt und das war damals durchaus noch viel einfacher möglich, Genehmigungen für Bauten im Wald zu bekommen. Das wird heutzutage also wirklich so gut wie... Also selbst der Schwarzwaldverein hätte heutzutage jetzt große Probleme, noch mehr Hütten anzulegen. Ich weiß nicht, ob sie das überhaupt vorhaben, aber wenn sie es vorhaben sollten, das wird schon richtig, richtig schwierig.
ein deutscher Alpenverein. Das ist jetzt tatsächlich eine Lobby, die hat immer noch genug Power, um in den Naturraum noch einzelne Hütten reinzustellen. Also wenn ihr nicht der Alpenverein seid oder zum Beispiel der Deutsche Jagdverband, der könnte es vielleicht eventuell auch noch hinkriegen, eine einzelne Jagdhütte noch irgendwo ins Nirgendwo zu stellen, aber auch schon mit ganz, ganz vielen Auflagen und unglaublich schwierig und das ist schon nicht sehr realistisch, aber vielleicht die auch noch. Aber das waren halt eben die Institutionen, denen man das noch zutrauen kann. Und wenn ihr das alles nicht seid, dann könnt ihr es vergessen. Das kriegt man niemals genehmigt. Hat den Grund, weil halt nicht jeder in den Wald reinbauen soll, was er lustig ist. Weil, wenn das jeder machen würde, dann wäre der ganze Wald zugebaut. Das will ja auch keiner. Also mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, dieses Gesetz macht verdammt nochmal Sinn. Gebäude in den Wald stellen, so romantisch das für den Einzelnen, den das Gebäude gehört, auch ist. Wenn wir damit anfangen, dann müssen wir damit auch weitermachen, wenn das generell möglich ist. Und dann stellt sich jeder sein Hütchen in den Wald und dann ist der Wald voller Hütchen. Und wer will denn das? Also ganz ehrlich, das, so stelle ich mir meinen Wald nicht vor. Unseren Wald. So, das ist also die baurechtliche Geschichte. Dann kann es nochmal rechtlich problematisch werden, je nach Bundesland unterschiedlich intensiv. In den neuen Bundesländern eher nicht so dramatisch, deutlich dramatischer in den westlichen Bundesländern, dass einem die Verwendung von rumliegendem Holz als Baumaterial schon als Holzdiebstahl angerechnet werden kann. Zwar nimmt man das Holz nicht mit und entfernt es nicht aus dem Wald, es ist aber durchaus A, sehr wahrscheinlich, dass man irgendeine Waldbesitzgrenze überschreitet bei seiner Holzsucherei. Das heißt, man nimmt Holz des einen Waldbesitzers und trägt es in den Wald des anderen Waldbesitzers und damit hat man es aus dem entsprechenden Grundstück entfernt und das ist tatsächlich dann Diebstahl. Und eine zweite mögliche juristische Interpretation ist, dass allein das Aneignen des Holzes, um es zu verwenden, zu verbauen, auch schon einfach, ja, das Besitzergreifen dieses Holzes eben auch schon ein Diebstahl ist, weil es gehört einem ja eben nicht. Und dickeres Totholz, was so in der Gegend rumliegt, das hat einen gewissen materiellen Wert und je nach Menge, was man davon einsammelt, kann es nach Ansicht einiger Leute dann eben halt durchaus irgendwann keine Lappalie mehr sein, sondern tatsächlich Diebstahl, schlicht und ergreifend. Aber es gibt da wenig bis gar keine, ich glaube eigentlich so gut wie nix, Präzedenzfälle, wo da wirklich mal jemand in irgendeiner Form nennenswerten Ärger bekommen hätte im Sinne von Gericht und so ein Krempel, also wirklich eine Strafe aufgebrummt bekommen hätte, die über ein Ordnungsgeld oder was hinausgeht. Ordnungsgelder wird es wahrscheinlich schon mal gegeben haben. Und damit kommen wir jetzt zu meinem persönlich emotionalen Hauptgrund, weshalb ich Hüttenbau im Wald eigentlich nicht mag. Es ist eine Annexion von Land, dass man sich ein Stück Wald nimmt und das quasi annektiert, sich da drauf hockt und so ungefähr sagt, das ist jetzt meins. Zwar tut man das nicht wirklich im rechtlichen Sinne und wenn der Waldbesitzer kommen würde, würde man dem jetzt auch nicht sagen, nein, das ist jetzt mein Plätzchen. Aber es fühlt sich halt doch irgendwie so an, also so emotional macht man es halt doch irgendwo, dass man sich da jetzt hinhockt und sagt, so hier ist jetzt mein Lager, meine Hütte und hier baue ich mir jetzt irgendwie was zum längerfristigen Aufenthalt. Und das ist auch ein wesentlicher Knackpunkt. Solche Hütten baut man ja wirklich immer für ein paar Nächte, also für einen zumindest etwas längeren Aufenthalt. Und da sehe ich auch einen wesentlichen Unterschied zu einem Tarplager oder einem Debus-Hut oder Lean-to-Shelter-Lager, wirklich so ganz kleine Hütten, so Survival-Übernachtungsgelegenheiten, weil da bleibt man in der Regel ja wirklich bloß für eine Nacht. Man macht da also eben für, sagen wir mal, maximal 12 Stunden eine längere Pause ungefähr und dann ist man wieder weg. In sämtlichen Ländern, wo Wildcampen, Wildzelten, Wildlagern erlaubt ist, gilt es auch immer nur für eine Nacht. Maximal 2 und alles darüber braucht dann wirklich eine richtige Ausnahmegenehmigung, wenn man immer an der gleichen Stelle bleiben möchte. Das hat eben auch damit zu tun, dass jedes Stückchen Land irgendjemandem gehört, zumindest in Deutschland und in den meisten anderen Ländern, selbst Wildnisgebiete gehören irgendjemand.
Kilometer, Quadratkilometer weite Wildnis in Skandinavien wird mit Sicherheit irgendeinem Ureinwohner, also den Sami, gehören, irgendwen von denen, die da halt eben entsprechend ihre Rentiere weiden lassen. Auch da, jedes Stückchen Land gehört irgendwie in irgendeiner Form irgendwem. Auch wenn man darauf als Besucher jede Menge Rechte hat. Und das ist eben der Knackpunkt. Man muss Besucher bleiben. Man sollte sich meiner Meinung nach immer nur als Besucher in der Natur verstehen, vielleicht als sehr tief da hinein integrierter Besucher, aber solange wir nicht wirklich im Lendenschurz durch den Wald springen und nur vom Wald leben, solange da noch ein gewisses Maß an Zivilisation mit uns mitführen, sind wir halt eben nun mal nicht irgendein Waldtier, sondern immer noch ein Mensch und damit halt nur ein Besucher in dem Ökosystem, in dem wir eigentlich mit unserer momentanen Lebensweise überhaupt nichts zu suchen haben. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber die Forstwirtschaft. Ja, und das ist auch nochmal so ein ganz interessanter Punkt, denn was macht die Forstwirtschaft? Die stellt Holz zur Verfügung. Ist ein wichtiges Produkt, habe ich an anderer Stelle schon genauer mich darüber ausgelassen. Das heißt, sie stellt ein Produkt für die Allgemeinheit zur Verfügung. Die Leistungen der Forstwirtschaft, die Störungen des Waldes durch die Forstwirtschaft, die natürlich ganz erheblich sind, haben aber immer noch den Zweck, der Gesellschaft zu dienen, also einem großen Ganzen, das halt eben nun mal auf Holz angewiesen ist. Das ist eine Tatsache, das können wir nicht wegreden. Wir können nicht sagen, so, wir benutzen jetzt ab sofort kein Holz mehr. Das ist einfach völlig unrealistisch. Und was nutzt es, wenn jemand eine Hütte in den Wald baut, um da Spaß zu haben? Der einen Person. Soll heißen, wenn man als Einzelperson den Wald stürzt, das Ökosystem beeinflusst, ein bisschen Land annektiert und da dann halt eben sein Unwesen treibt, dann stört man definitiv bis zu einem gewissen Grad eben den Wald. Und das tut man auch, wenn man einfach nur durchläuft oder wenn man dann mit dem Tarp übernachtet, aber die Störung ist doch erheblich höher, wenn sie halt regelmäßig erfolgt, vom Bauaufwand für die Hütte und den Eingriffen ins Ökosystem jetzt gar nicht erst wieder anfangen, will ich. Oh, Yoda-Sprech, ich habe oder so. Egal. Jedenfalls, das ist einfach halt der Unterschied. Wenn es die Forstwirtschaft macht, dient es irgendwo allen. Klar, da bereichern sich dann auch einige Leute mehr dran als andere, aber trotzdem wird letztendlich allen Holz zur Verfügung gestellt. Wenn man da selber einfach so im Wald rumhockt, das nützt einfach niemandem. Das ist einfach nur persönliche Bespaßung. Wenn man zur persönlichen Bespaßung die Natur beeinträchtigen möchte, dann ist das meiner Meinung nach irgendwie nicht mehr so ganz mit dem vertretbar, weshalb man überhaupt in die Natur rausgeht, nämlich weil man sie genießen will. Und wenn man das kaputt macht, was man genießen möchte, dann weiß ich nicht. Das ist für mich so ein bisschen ein Widerspruch per se. Aber ja, wie gesagt, selbst eine Tarpübernachtung, selbst ein durch den Wald laufen, selbst ein hier hocken und quatschen, ist eine gewisse Beeinträchtigung des Waldes. Das lässt sich halt einfach nun mal eben entsprechend nicht vermeiden und ein gewisses Maß an Beeinträchtigung finde ich halt eben auch okay. Man sollte es aber halt eben doch fast so gering wie möglich halten. So gering wie möglich wäre tatsächlich, man geht nur auf den Wegen spazieren und haut dann wieder ab nach Hause. Das halte ich dann wieder für untertrieben. So viel Störung kann der Wald schon vertragen, dass da die einzelnen Leute dann mal eine Nacht draußen verbringen oder auch zwei an unterschiedlichen Plätzen. Aber wirklich ein Stück Land annektieren und dort dann längere Zeit im Wald leben. Ich finde, das ist einfach vom Grundgedanken falsch, weil das ganze Elend mit uns Menschen hat ja angefangen, als wir eben in der Jungsteinzeit beschlossen haben, dass wir jetzt sesshaft werden. Dass wir also ein Stück Land annektieren, uns zu eigen machen, Eigentum an Land erwerben, was nomadische Völker wie zum Beispiel die nordamerikanischen Indianer eigentlich völlig abstrakt gefunden haben und überhaupt nicht kapiert haben, wie die Weißen, als sie dann da angekommen sind, denn bitteschön Land besitzen wollen. Das geht doch überhaupt nicht, weil die haben ja entsprechend, also die meisten Sippen entsprechend, es gab ja auch Stationäre, aber die meisten haben ja doch nomadisch gelebt und das ist halt eben die nachhaltigste entsprechende Form, um mit der Natur, die nicht so viele Ressourcen zur Verfügung stellt, klarzukommen, weil man muss immer das an Ressourcen abnehmen,
was wieder nachwächst. Das ist quasi so auch die einfache Definition der Nachhaltigkeit. Und dann zieht man halt eben weiter in eine noch relativ unbeanspruchte Landschaft, wo wieder so viele Ressourcen da sind, dass man ein bisschen was wegnehmen kann, ohne das Gesamtsystem zu schädigen, was dann in der gleichen Zeit, bis man eben wiederkommt, wenn man die große Runde dreht, wieder nachwachsen kann. Das ist perfekte Nachhaltigkeit. Damit hat sich die Natur auch, damit kann man die Natur quasi bis in alle Ewigkeit nutzen, ohne sie zu schädigen. Und an dem Punkt, wo man aber sesshaft wird und darauf angewiesen ist, aus seiner näheren Umgebung wirklich alles rauszuziehen, was an Ressourcen vorhanden ist. Und schaut euch mal an, wie viel Holz ihr für den Bau von so einer Hütte braucht. Das ist schon wirklich eine ziemliche Menge. Ihr werdet in der gleichen Gegend so schnell keine zweite Hütte bauen können, weil da einfach nicht mehr genug Holz da ist. Ihr müsstet also weiterziehen und an einer anderen Stelle wieder eine Hütte bauen. Dann könnte man weiterziehen und an der nächsten Stelle wieder eine Hütte bauen. Und irgendwann kann keiner im Wald mehr eine Hütte bauen, weil tatsächlich sämtliches Holz, das zum Hüttenbau geeignet ist, weg ist. Also da fängt schon an. Und das ist quasi im Kleinen genau das, was mich bei der großen Zivilisation halt eben stört. Dieses immer mehr Ausbeuten der natürlichen Ressourcen, was halt da ist, das muss genutzt werden. Das wird dann alles nach und nach eben entsprechend ausgebeutet. Und dieses Annektieren von Land, sich Land zu eigen machen, die Natur besitzen wollen irgendwo, das geht für mich so emotional mit dem Bau von einer Hütte und einem langfristigen Lagerplatz im Wald irgendwie so ein bisschen einher. Also, ist nur meine Meinung, ja. Aber für mich passt das irgendwie nicht so ganz zusammen, dass das Waldläufertun, das sollte für mich immer irgendwie ein gewisses Nomadentum bleiben, dass man immer mal woanders hingeht, dann dorthin geht, immer nur kurze Zeit am gleichen Ort verweilt und dann eben wieder weiterzieht, hält die Störung deutlich geringer und ist einfach von der Mentalität einfach richtiger, finde ich. Aber ja. Das war ja auch ursprünglich die Frage, was ich denn von der Hüttenbauerei im Wald eben entsprechend halte. Und das ist so mein Hauptproblem eben damit, die mentale Komponente. Gut, vielleicht noch ein Aspekt, nämlich der Waldbesitzer. Das Stück Land, das man mit so einer Hütte eben annektiert und sagt, das ist jetzt mein Stück Wald, weil da steht ja meine Hütte und es ist mein Lager und so weiter und so fort, das ist eben nicht eures, sondern gehört schon jemand anders. Und da ist es jetzt nicht nur eine nervige Eigenschaft von Homo sapiens, sondern das ist generell im Tierreich so, im Revier eines anderen sich selber breit machen zu wollen, wird in der Regel nun mal nicht besonders gerne gesehen. Beispielsweise, wenn Wölfe ins Revier von anderen Wolfsrudeln eindringen, dann werden sie schlicht und ergreifend gleich ziemlich radikal getötet. Die werden nicht vertrieben, in der Regel werden sie getötet. Das ist also einfach nur, um vielleicht den Irrglauben vorzubeugen, dass die Natur ja bekanntlich allen gehört, ne? Und jeder ja quasi überall das gleiche Recht hat, sich aufzuhalten und so weiter und so fort. Das ist vielleicht eine philosophisch ganz nette Überlegung, ist aber tatsächlich rein von der Natur her nicht so. Tiere der gleichen Art bringen sich gegenseitig um oder versuchen sich zu vertreiben, wenn man ins Revier eines anderen eintrifft und sich da auch noch breit zu machen versucht, dort zu leben versucht, dort sich eine Wohnung, ein Lager, ein Nest, einen Hort, was auch immer, eben entsprechend baut. Und da kann ich schon verstehen, dass der eine oder andere Waldbesitzer unter Umständen wirklich sehr ungehalten reagiert, wenn da vor allen Dingen dann auch noch erwachsene Männer sich halt eben irgendein Luxusdomizil bei dem im Wald entsprechend errichten. Also es mag natürlich auch Leute geben, die da kein Problem mit haben und dann sagen, ja, macht ruhig, interessiert mich nicht, mir wurscht. Aber ja, ich kann auch wirklich menschlich sehr gut nachvollziehen, dass man das nicht haben möchte, weil es ist halt schon eben das eigene Grundstück. Ob jetzt es gut ist, dass man Wald überhaupt besitzen darf oder nicht, oder ob der vielleicht am besten alles staatlich sein sollte und damit quasi wirklich sozusagen allen gehört, wenn man das so sehen möchte, muss man nicht, kann man. Das ist nochmal ein anderer Diskussionspunkt. Das kann vielleicht gerne mal, wer möchte, in den Kommentaren ansprechen. Ich werde allerdings natürlich wie immer nicht in dem Umfang mitdiskutieren können, wie ich das ganz gerne würde. Aber trotzdem jedenfalls die Sache mit dem Annektieren von Besitz, der schon jemand anders gehört. Es gibt da immer diesen schönen Vergleich. Du willst ja auch nicht, dass jemand in deinem Garten ein Zelt aufschlägt oder sowas in der Richtung. Ja klar, der Wald ist nicht ein Garten, aber
so ganz an den Haaren herbeigezogen finde ich diesen Vergleich eben dann halt nun mal doch nicht. Es ist halt nun mal ein Grundstück, was jemandem gehört, der hat da Geld für ausgegeben, der hat sich das gekauft, der hat da irgendwie die Rechte dran erworben oder es ist halt eben vererbt worden und so weiter und so fort. Man sollte das Eigentum anderer Leute halt schon irgendwo ein bisschen achten, wenn man auch möchte, dass sein eigenes Eigentum von anderen Leuten eben auch geachtet wird. Und leider funktioniert es halt eben nicht so einfach, jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, aber jeder darf auch an dem teilhaben, was ich habe. Ich stelle alles der Gemeinschaft zur Verfügung. Das kann man gerne sagen, aber damit funktioniert das halt eben trotzdem noch nicht, dass plötzlich das Recht auf Eigentum damit aufgehoben wird, nur weil irgendein vielleicht etwas esoterisch alternativ denkender Mensch, um niemanden zu beleidigen, jetzt der Meinung ist, dass das für ihn ab sofort nicht mehr gilt. Ist halt einfach nicht realistisch. Ne? Kann man schon so sehen, aber ist nicht realistisch. Gut, das waren so die wesentlichen Aspekte und Probleme, die ich beim größeren Hüttenbau eben entsprechend sehe. Aber ich möchte nochmal abschließend betonen, bevor man mich jetzt eben entsprechend hasst, eine temporäre Hütte, die man wieder zurückbaut. Im Idealfall lässt man die halt bloß mal 2 Wochen stehen und pennt in den 2 Wochen halt wirklich ein paar Nächte drin und hat da seinen Spaß als Sommerprojekt vielleicht, eventuell auch gerne mit den Kindern oder irgendwie sowas in der Richtung. Selbstverständlich auch natürlich als Schulprojekt. Sowas kriegt man dann übrigens auch genehmigt. Das ist meistens bei den entsprechenden Förstern keine große Schwierigkeit, beziehungsweise beim entsprechenden Forstamt. Insbesondere dann nicht, wenn es sich um Gemeindeerwald handelt und die Bildungsmaßnahme in irgendeiner Form mit der Gemeinde in Verbindung steht, da kann man dann schon oft viel entsprechend drehen, dass man da dann jede Menge Genehmigungen bekommt für Sachen, die als Einzelperson sonst eben wieder etwas schwieriger wären. Aber ich möchte einfach nochmal betonen, es ist schon in Ordnung, aber man sollte halt hinterher das Ganze wieder zurückbauen und alles Holz im Idealfall sogar wieder dahin packen, wo man es gefunden hat. Wenn man zum Beispiel einen großen Haufen irgendwo hatte, dann sollte der Haufen da halt vielleicht an der Stelle im Idealfall auch wieder hin oder man verteilt sogar noch ein bisschen besser. Das ist so die Quintessenz des Ganzen und meine Meinung ist eben, ich finde den Hüttenbau nicht gut, weil ich es nachhaltiger finde, ein Nomadendasein eben entsprechend im Wald zu führen. Das wäre auch die einzige Möglichkeit, wie man von den sehr knappen Ressourcen an Nahrung zum Beispiel, was der Wald bietet, langfristig als Mensch leben könnte. Man müsste also genau wie alle anderen Waldtiere auch ein sehr großes Gebiet haben, in dem man immer umherstreift. Man kann nicht an einer Stelle hocken bleiben und zum Beispiel Ackerbau betreiben. Das heißt, das kann man schon. Darauf basiert ja unsere gesamte Zivilisation, die halt eben, wenn man möchte, ein Segen darstellt. Aber man kann sie halt auch durchaus als immer weiter sich aufbauendes Problem eben entsprechend ansehen, in Anbetracht dessen, dass wir halt nun mal auf einem Planeten mit begrenzten natürlichen Ressourcen leben und halt nicht unendlich immer alles ausbeuten können, solange wir irgendwie lustig sind. Aber gut, das ist alles Philosophie. Grundsätzlich Hüttenbau, ja macht doch, aber räumt danach wieder auf. Das ist so die primäre Botschaft, die ich hier eigentlich vermitteln wollte. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.